willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir haben gestern, am Mittwoch war das, haben wir Megalatias gemacht. Das ist das dicke Flugzeug, was irgendwie rot ist und viel Verteidigung hat, aber in der Mega-Version ist es ja eh blau. Heute müssen wir Megalatios machen. Das ist das Blaue, was auch als Flugzeug dann blau ist. Aber erstmal müssen wir die Reste von Latias entsorgen. Das ist Latias. Das ist der Rest. Das war der Schwere. Der Schwerste, der Schwere von den beiden. Den hauen wir jetzt hier rein. So, dann atmen wir mal durch. Dann fühlen wir uns befreit und freuen uns, dass wir heute nur noch den Blauen machen müssen. Der Blaue ist eh viel sinnvoller, der erreicht mehr WP, der hat einen besseren Angriffswert. Wenn ihr mit irgendwas angreifen wollt, dann nehmt Latios und nicht Latias. Latias ist schwer zu besiegen und dumm. Und deswegen gehen wir jetzt ein Mega Latios Community Raid machen am Fledermausturm. Und ich brauche dann heute noch einen zweiten, dass ich die Mega-Energie zusammen habe. Der kommt dann auch in die Raid-Gruppe. Wenn ich zwei gemacht habe, entwickle ich noch mein bestes Latios in diesem Video. Das heißt, das Beste von den Zweien, weil mehr mache ich nicht. So, wir stehen jetzt hier vom Fledermausturm. Kann ich wieder mal zeigen. Den habe ich schon so oft gezeigt. Ich zeige ihn euch immer wieder, bis euch schlecht wird, wenn ihr den seht. Dann stellen wir das kurz hier drauf, denn für 10 war der angesetzt. Es ist schon um 10. Wieder mal zu spät. Ne, es ist, wenn es genau um 10 ist, habe ich ja noch eine Minute. So, mal ganz kurz gucken, wen wir einladen müssen. In der Raid-Gruppe steht X-I'm on Fire, Babo hier, Creeper, Pokehunter, Genaya. Das ist sehr schön. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz hier drauf in den Community-Tab, in der Hoffnung, dass noch keiner reingeht. Denn im Community-Tab habe ich euch ja immer wieder die Konda-Listen gezeigt. Hier ist Latias, wenn ihr rüberwischt, ist Latios. Heute geht es um den, das ist eben der Blaue, der halt mehr Angriff hat. 335 Angriff zu 289. Verteidigung dafür weniger, 241 zu 297. HP bei beiden 190. Ist immer noch Drache und Psycho. Ihr nehmt also auch weiterhin wieder Drachen oder halt eben Geist oder Unlicht. Ich habe gestern ja eine Unlichtarmee genommen. Ich habe versucht, das alles nur mit Despoda zu machen. 21, 78 ist der 100% Wert. So, jetzt gehe ich drauf. Jetzt werfe ich hier ein. Da werfe ich auch ein. 21, 78. Stimmt das denn schon wieder? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Müsste nicht doch, aber der mit mehr Angriff müsste doch aber eigentlich höher kommen als der andere. Und der andere war doch 2006 und der ist 2178. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Schreibt da erstmal Go hin, dass die wissen, was wie wo. So, Go. Dann mache ich das wieder zu, gehe wieder hier drauf, guck nochmal in den Community-Tab. Es ist schon wieder alles zwischen Tür und Angel, immer nur Stress, schnell hin, zack. Ich bin 2 Minuten vor 10 hier angekommen, jetzt muss ich schnell gucken. Latios, genau, 21,78. Ach so, 2006. Ich bin bei 19,78. 21,78 und 27,23. Merkt euch mal diese Werte. Wir vergleichen dann, vielleicht ist auch ein Shiny dabei. Gestern gab es ja auch wieder ein Shiny. Pupsi hat mit ein paar Accounts mitgemacht. Da war Shiny mit drin. Hier steht jetzt 0 von 3. Jetzt ist es auf 0 von 11 hoch. Da können wir noch einladen, wer gerade noch so online ist. So, nehmen wir noch den Blondbart zockt. Grüße gehen raus. Ramses Bart zockt nicht. Das ist was anderes. Hier drücken wir auch mal bereit. Was haben wir überhaupt hier? Wir haben hier Gengar. Wir haben Dragoran, Dragoran, Bruder Landa, Dragoran, Dragoran. Also der setzt eher auf Geist und Drache. Hier haben wir Marmutel. Warte. Jetzt rede ich schon wie Marie. Warte. Ne? Wirbler. Wenn wir auf Wirbler gehen, weiß ich genau, dass ich meine Despoda-Armee am Start habe, die alle eben Unlichtangreifer sind mit Biss und Wirbler. Würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr Knirscher irgendwo drauf habt bei Despoda, ändert das mal um zu Wirbler. Wirbler ist eben die bessere Attacke. Wirbler wirbelt halt auch durch die Luft. Das klingt auf jeden Fall lustig. Und jetzt sind wir 12 Leute, dann müssen wir das gut schaffen. Pupsi hat wieder Ivar Mild, Ivar Soft mit am Start. Das heißt, sie hat wieder 3.
Ich habe 2. Wir sind also schon zu 5. Wahrscheinlich wird man den Raid auch so schaffen. Aber wer aus der Community halt trotzdem noch mega Energie braucht oder noch einen Shiny sucht oder halt einfach nur interagieren möchte mit den Accounts, der guckt halt in die Raid-Gruppe. Denn ich poste jeden Raid, den ich mache, in die Raid-Gruppe. Selbst wenn ich einen Einer-Raid mache, poste ich den in die Raid-Gruppe, damit man die Möglichkeit hat, zusammen mit mir zu raiden, zusammen zu interagieren. Meistens ist ja auch der Samyang-Account, mit dem sind so viele Leute befreundet. Da sind mehr Leute aus der Community drauf als bei dem Habanero-Account, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, da gab es gestern auf jeden Fall einen Shiny. Bei Pupsi direkt auf ihr Main-Account. Mal gucken, ob bei den 5 Accounts heute auch was dabei ist. Das ist ja, weil es blau ist, ist das Shiny dann grün. Gestern bei dem Roten war das Shiny dann orange. Das Video von gestern ist jetzt noch nicht online zu dem Zeitpunkt, weil heute bei mir ist Donnerstag, da bringe ich erstmal Raid am Mittwoch am Donnerstag. Für Freitag habe ich dann den Mega Latias Raid für euch vorbereitet. Und für Samstag habt ihr dann diesen Raid, weil Sonntag ist ja schon wieder Community Day. Da ist man ja wieder unterwegs. Mal gucken, ob in der Stadt oder im Englischen Garten, da läuft man dann wieder eine Stunde, macht wieder Challenge. Dann gibt es wieder Ausbeute-Video. Und dann ist schon wieder Montag und da geht schon wieder das nächste Event los. Jetzt habe ich von Alex gestern aber irgendwie noch ein Ticket bekommen für Februar, dass man wieder diese tägliche Brutmaschine kriegt. Da ist auch wieder eine Forschung mit dabei. Muss ich mir dann auch mal angucken, das müsste ich auch dann irgendwie noch abfilmen. Aber eigentlich will ich erstmal dieses eine Video fertig haben. Jetzt gucken wir hier durch, da steht 30.090, bei dem anderen steht was anderes. Heißt das, rechts der ist sowieso höher als links der? Ich drücke mich mal durch. So, 200 Mega-Energie gibt es wieder. 21,38 haben wir bei dem. Gucken wir mal, ob der jetzt mehr hat oder weniger. Er müsste eigentlich weniger haben. 21,28. Ich komme gleich wieder. Was ist der höchste? 47, okay. Gut, 21,47 bei Pupsi, das höchste. Diesmal kein Shiny dabei. Den muss ich jetzt wieder fangen, weil mir fehlt der Pokédex-Eintrag. Beziehungsweise habe ich jetzt die Möglichkeit, und wenn ich dann heute Nachmittag noch einen zweiten mache, habe ich ja nochmal die Möglichkeit. Ich habe also 2 Möglichkeiten, an ein blaues Latios zu kommen. Wir müssen den Kreis nur mal kleiner machen. Jetzt ist der Kreis gut. Wenn der Kreis so klein ist, dann ist er auf einfach fabelhaft, dann passt er. Das heißt, den Kreis jetzt nicht mehr verstellen. Jetzt am besten warten, bis er angreift und in den Angriff reinwerfen. Jetzt geht er natürlich hoch, da ist es wieder anders. Da ist die Entfernung wieder anders, es windet auch sehr. Er greift auch jetzt an. Ich möchte aber eigentlich nur unten werfen. So, er kommt wieder runter. Ich habe 15 Bälle gehabt, sehe ich gerade. Das ist krass. Meistens kriegst du bei sowas gefühlt 8 oder 9 Bälle. Vielleicht liegt das dran, weil die Arena eben auch... okay, ist drin. Weil die Arena eben auch vergoldet ist, sodass so, wer jetzt nicht keinen Fortschritt an der Arena hat, hat halt nochmal weniger Bälle. Jetzt ist er da. Das ist der Pokédex-Eintrag. Aber das machen wir wahrscheinlich bei Mega dann auch nochmal. Und bewerten. Lasst ihn mich noch kurz bewerten. Dann haben wir hier wieder 3 Sterne, das ist schon mal gut, weil entweder den oder den anderen wollen wir ja dann mega entwickeln. So, gucken wir mal, was der andere da noch ist, melden uns gleich zurück, wenn wir den zweiten haben und den dann noch entwickeln werden. So, da bin ich kurz zurück, denn ich möchte natürlich noch meinen Mega Latios entwickeln. Genau wie gestern habe ich zwar einen Raid gemacht als Community Raid, aber dann später noch einen zweiten Raid so nebenbei gemacht. Den habe ich auch in die Raid-Gruppe gepostet. Möchte ich mal kurz zeigen. Das war der Community Raid hier in der Raid-Gruppe. Vor allem, wer sich da eingetragen hatte, das habt ihr ja schon gesehen. Da war der X-Imon Fire dabei, Babu hier, Creeper, Pokehunter, Shinaya. Und später gab es noch einen zweiten Raid. Da hieß es extra, ob bitte ab 15 Uhr wir den zweiten machen können. Da haben dann mehr Leute Zeit. Jetzt habe ich da also 16 Uhr, glaube ich, einen gepostet. Und da war dann dabei Babu hier, Henry Niki, X-Imon Fire, Mystical Miku, Creeper, Fabi, Bob. Das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Problem ist nur, ich wollte es wirklich genauso wie gestern haben. Ist das? Ach so, das C-Day-Ticket. Das ist egal gerade.
Ich wollte es wirklich genauso wie gestern haben, dass ich dann nicht nur zwei Latias habe, sondern ich wollte auch zwei Latios haben, damit ich dann gucken kann, dass ich das Bessere entwickle. Jetzt ist das Problem beim zweiten Raid, das Latios ist mir geflohen. Ich war aber noch ich habe noch auf einem alten Account ein Latios gefunden von 2018, habe das ein bisschen gepusht und habe mir das dann rübergetauscht. Das ist sogar lucky geworden, das ist dieses hier mit 3507. Kann ich auch mal bewerten, das hat 12, 12, 12 bekommen aus Römhild, Thüringen, 9.05.2018. Das ist lucky geworden, das war von Ivarsoft. Das könnte ich jetzt eigentlich nehmen, weil das besser ist als meins. Aber, also das habe ich aus dem Raid gekriegt, aus dem ersten mit 21,28. Das ist jetzt nicht so gut, das ist auch nur Level 20. Das habe ich also aus dem Trade bekommen, das ist lucky geworden. Das ist auf jeden Fall besser, das wird also auch höher kommen. Aber ich habe noch eins, und zwar dieses hier. Und das hat mir die Genaya heute noch gegeben. Das ist das Ramsios. Das hat zwar nur einen Stern, guck mal, das hat drei Sterne. Das hat zwei Sterne, das hat einen einzigen Stern. Das ist an sich das Schlechteste, aber Shenaya hat das vor dem Tausch auf Level 40 gepusht. Ich habe eh keine Bonbons dafür, ich kann damit eh nichts machen. Sie hat es auf Level 40 gepusht, hat mir das dann rübergetauscht. Deswegen werde ich dieses hier jetzt auch zur Mega-Entwicklung, also dieses Mega-Entwickeln, da die Mega-Entwicklung durchführen. Damit das nicht umsonst war, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn Genaya das auf Level 40 gepusht hat, es dann schlecht ist und ich dann einfach irgendein anderes, was nicht auf 40 ist, aus dem Lucky Trade nehme und das halt pushe, also nicht pushe, das entwickle. So ist es ihrs geworden, so ist es ein Andenken, danke an Genaya, dass sie mir dieses Pokémon auf Level 40 gepusht hat. Ich habe auch gesehen, der Samyang Bulldog Account, der hat so viele alte Legendäre noch von 2016, 17, 18 oder halt ab da, wo es dann Raids gab, der hat noch 1200 Sonderbonbons. Der könnte einen Rayquaza nehmen, auf 40 pushen und rübertauschen und es würde lucky werden und ist direkt auf Level 40. Da sind so viele coole Optionen noch offen. Rayquaza habe ich aber schon was, Kyogre, Groudon habe ich schon was. Was würdet ihr auf Level 40 pushen und euch rübertauschen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Ding ist jetzt hier auf 4804. Das war Latias und Latios. Latte und Rotz, genau. Ich bin da durch, von jedem also zwei Raids gemacht für die Energie und jetzt die nächsten Tage habe ich dann einfach was anderes geradet. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und checkt mal das ab, denn da sitzt der Adi-Schatz schon wieder. Adi-Schatz, alles Gute. Warum guckst du denn so traurig? Sei nicht traurig, sei die Wurst, die die Leute so gern lieben und mögen. Oder schnüffel an den Finger und fall um. Gut, jetzt ist er umgefallen. Jetzt ist er umgefallen. Guckt euch den. Jetzt ist er wieder aufgestanden. Auf dem neuen Supervorhang.